es gibt ein Zitat von Woody Allen, das besagt, Komödie ist Tragödie plus Zeit. Bedeutet, irgendwann einmal ist alles zumindest auch lustig. Und wenn das stimmt, ist das vielleicht eine gute Nachricht für all diejenigen unter uns, denen nach einem Jahr Lockdown doch langsam der Schmäh auszugehen droht. Irgendwann trauen wir uns vielleicht um und sagen, na komm, es war schon lustig, aber kannst du ja reden, die Querdenker-Rede vom Kickl, ja, wo diese Goebbels-Parodie damals gemacht hat. Dann. Und in den Schulen, wo sich die Kinder jetzt selbst verpflichtet werden, in der Nase zu bohren, ich habe einen Spruch mitgebracht von meiner Oma auch, ja. Nase bohren ist eine Schande in der Stadt und auf dem Lande. Das hat mir meine Oma beigebracht. Und jetzt werden die Kinder verpflichtet. Ja? Ah, ich fühle mich genötigt dazu zu sagen, der Text ist nicht von mir, der ist wirklich vom Kickl. Die Intonation ist natürlich nur teilweise vom Kickl. Wobei, ich finde jetzt so mal rein aus beruflicher Warte, wann das wirklich als Goebbels-Parodie angelegt war, ist es handwerklich ihm absolut ganz gut gelungen. Absolut. Ja, aber gut, es ändert nichts dran. Das vorige Jahr war insgesamt natürlich ein bisschen eine Peinigung und das heurige lässt sich nicht viel besser an. Und natürlich liegt es jetzt nahe, dass man schimpft aufs österreichische Corona-Management, das halt ausschaut wie ein Teenager-Zimmer, nachdem die Eltern 14 Tage auf Urlaub waren. Man könnte überhaupt gleich auf die ganze Regierung schimpfen, keine Angst, dazu komme ich noch. Aber schauen wir uns doch einmal an, wie andere Länder das machen. Ja? Geht ja anders auch. Neuseeland zum Beispiel Corona-frei, gut, die haben es leicht, da ist Wasser rundum und dumm. Ja? Aber zum Beispiel auch Tansania, seit März letzten Jahres Corona-frei. Aber ganz andere Technik, die haben das so gemacht, da hat der Präsident, ein gewisser Herr John Magufuli, ein wirklich hingebungsvoller Katholik, wie man es bei uns leider nur mehr selten findet, der hat alle Tansania aufgefordert, gemeinsam gegen Corona zu beten und gut war's. Ja? Seither kein einziger Corona-Fall mehr belegt. Also man könnte jetzt natürlich als von den Mainstream-Mediengehirn gewaschenes Schlafschaf einwenden, dass seither keine Daten mehr erhoben worden sind. Aber sagen wir, es ist trotzdem auf eine Art ein schöner Erfolg. Der Herr Magufuli selber kann sich nicht mehr so drüber freuen, weil der wurde jetzt doch nach mehrwöchlicher krankheitsbedingter Abwesenheit für verstorben erklärt. Aber er ist nicht an Corona verstorben, weil wie auch, das gibt es in Tansania gar nicht. Also vielleicht hat er sich ganz normal an einer Hostie verkutzt. Der Premierminister von Großbritannien, Boris Johnson zum Beispiel, auch schwierige Phase, ja. Ich glaube, der ist in einer ganz, ganz schweren Identitätskrise, weil er jetzt mit dem nationalen Impfmanagement zum ersten Mal in seinem Leben was richtig gemacht hat und sich daher fragt, bin das überhaupt noch ich? Was kommt als nächstes? Ein vernünftiger Haarschnitt. Hm? Ja. Und generell sind ja, was eigentlich logisch ist, Länder, die ein nationales Impfmanagement hatten, besser bisher gefahren damit. Man muss aber da einräumen, Österreich war da ganz vorn dabei. Bereits vorigen März ist man dahergegangen, hat von der Krankenkasse, also Entschuldigung, Gesundheitskasse heißt es jetzt, ja, denen hat man gesagt, Kinders, haben wir euch um irrsinnig viel Geld zusammengelegt, ihr habt die E-Cards, die Daten von allen Österreichern, da kann man was machen, geht's mal durch die E-Medikation, dann kann man die Risikopatienten vielleicht rechtzeitig warnen, ja, nach der Medikation, weil wenn man, weiß nicht, wie mein Vater zum Beispiel an der Lunge so bedient ist, dass du schon die große Sauerstoffflasche für zu Hause verschrieben kriegst, kann man daraus den Schluss ziehen, der braucht jetzt nicht unbedingt Corona auch noch. Und es ist gemacht worden, das nationale Impfgremium hat eine Priorisierung erarbeitet, ganz differenziert, wer wann wie drankommt. Das Ministerium hat das rausgegeben und zwar einmal als Empfehlung, nicht als Anordnung. Wer gegangen, aber wer ein bisschen grob gewesen. Und das finde ich, ich finde das auf ein herzerwärmende Art österreichisch. Weil bei uns ist ja der Konjunktiv auch eine Höflichkeitsform. In Deutschland sagt man, Herr Ober, einen Kaffee bitte. Bei uns sagt man, Herr Franz, könnte dich eine Schale Gold haben. Ne? Und es ist nett. Ich mag das wirklich gern. Und dementsprechend hat man auch vom Gesundheitsministerium her gesagt, könntet ihr eventuell die zerstimpfen, die es wirklich brauchen, wenn es keine Umstände macht. Das wäre total nett von euch. Ne? Und es war ja auch nicht so ein Zeitdruck. Ne? War voriges Frühjahr, kein Impfstoff noch in Sicht. Im Herbst, wie sich dann abgezeichnet hat, halt das, da kommt wirklich einer. Ja? Dann hat man gesagt, okay, da darf jetzt nichts schief gehen, das muss ist nicht schnell gehen, ganz präzise, das muss wie am Schnürchen klappen. Und damit es wirklich gewährleistet ist, gibt es eigentlich nur eine bewährte Patentmethode, Föderalismus. Neunfach, halt einfach
besser, die Bundesländer sollen das machen. Die haben das auch gemacht mit unterschiedlichen Ergebnissen, insbesondere was die Risikopatienten angeht. Irgendwie war das dann doch ein bisschen unrund und dann hat der Gesundheitsminister diesen März einfach eiskalt die Verordnung vom letzten März in Kraft gesetzt. Aber jetzt, auch damit es nicht so grob wirkt und sich der Föderalismus nicht so kränkt, auch einmal zunächst in Gestalt einer Begriffsneuschöpfung, nämlich in Gestalt der verbindlichen Leitlinie. Rhetorisch eine Kontradiktio in adjecto, der saure Zucker, das trockene Wasser, die verbindliche Leitlinie. Ob man sich an etwas, was einerseits nur Leitlinie, andererseits aber verbindlich ist, tatsächlich halten muss, wird wahrscheinlich irgendwann auch ausjudiziert werden, außer man so gleich, wir werden keinen Richter brauchen. Ne? Oder, nehmen wir ein konkretes Beispiel. Montag vor einer Woche bin ich im Auto unterwegs, erwischt zufällig tatsächlich im Autoradio noch einen Ausschnitt aus der Goebbels-Parodie vom Kickl und bin daher so thematisch und emotional einigermaßen dann vorbereitet auf den Anruf, den ich wenig später entgegennehme. Da ist gegangen, also ich habe es eh schon erwähnt, mein Vater ist zum Beispiel Risikopatient, 79, schwer übergewichtig, stark lungenleidend, also Risikopatient par excellence. Und er hat nicht selber angerufen, sondern es war das Spital, in dem er seit seiner Covid-Infektion gelegen ist. Und es, so als Faustregel, wenn einem mitten in einer Pandemie das Spital sagt, man darf jemanden um 10 Uhr auf die Nacht in der Intensivstation besuchen, das ist normal kein gutes Zeichen. Habe ich mir gedacht, gut, dummel ich mich, bin hingefahren, habe ihn besucht und am nächsten Tag war er tot. Und das ist natürlich jetzt kein welthistorisch bedeutsames Ereignis, aber es ist, finde ich, doch schade, ich habe den ganz gern wegen. Und weil ja so ein Stand-up auch eine Schlusspointe braucht, 2 Tage später war dann in der Post die Benachrichtigung, dass er sich zur Impfung voranmelden kann. Und wenn das stimmt, was der Woody Allen da gesagt hat, dass Komödie, Tragödie plus Zeit ist, dann kommt vielleicht irgendwann tatsächlich auch der Tag, wo ich das auch komisch finde. Bin schon neugierig.